Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts. Ja, ich war eigentlich auf dem Weg zu unserer Quest, beziehungsweise wollte mal gucken, ob wir jetzt genug von den Monden zusammengesammelt haben für die zweite Stufe. Da ist mir diese Tür hier über den Weg gelaufen und da wollte ich da mit euch nochmal ein klein wenig rechnen. Und zwar haben wir jetzt hier 8, also die 23 minus die 15 und dann haben wir 0, 1, 2. Das heißt, der Rest wäre dann 6. Also 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist dann der Lurch auf der 1. Die habe ich hier, genau, da sind wir eben dran vorbeigelaufen. Also ich bin daran vorbeigelaufen, ihr nicht. Weil da wollte ich ja auch eigentlich noch gar nicht aufnehmen. Dann haben wir die 19. Wo ist denn das mit den drei Köpfen? 0, 1, 2, 3. 19 minus 3 sind 16. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, das heißt, bei den zwei Fragezeichen. Achso, Moment. Kommt die 7 hin, aber ich weiß nicht, was die 7 ist. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist dieser komische Alien-Oktopus. So. Und dann schauen wir mal, was wir hier noch finden. Sachen, die wir jetzt so aktuell nicht brauchen. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht zu viel drin haben, weil bevor wir nämlich dann die nächste Aufgabe machen, kann ich jetzt hier nicht sehen, wie viel das ist? Kann man das im Inventar direkt sehen, als direkte Übersicht? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Nee, ne? Ja, das ist immer so doof. Aber wir haben schon mehr Plätze auf jeden Fall. Ja, ich habe immer Panik, dass ich runterfalle, ehrlich gesagt. Aber die sind ja doch recht schnell. Ich denke mal, hier geht's weiter, genau. Wir können auch immer, ne, den hier machen. Also mal eben mit dem Kreuz nach oben drücken und dann könnt ihr diesen, ja, diesen silbernen, beziehungsweise diesen goldenen Faden folgen. Das ist speziell für Anfänger, finde ich, das ein echt gutes Feature. Jetzt habe ich gerade. Wo ist es jetzt? Wo ist das Buch? Wo ist das Buch? Komm. Wo ist das Rebellion. Buch? Also beziehungsweise die Seite. Ich habe doch gerade noch hier eine fliegen sehen. Oh Leute, da ist er wieder. Och, wieso ist das jetzt hier? Willst du mich veräppeln? Wieso ist der jetzt auf ein anderes gegangen? Jetzt ist er schon wieder auf dem anderen. Rebellion. Diese Seite hat es mir heute aber auch angetan. Ja, geht doch. So. Ich finde es seltsam, dass wir schon wieder 8 von 50 haben, obwohl wir ja schon alle 50 hier drin gesammelt hatten. Also irgendwie, naja, finde ich das ein bisschen komisch. Aber egal. So, Passage. Ich wollte gerade sagen, ich sollte doch eigentlich direkt hier auskommen. Hallo, Mr. Moon. Ich grüße Sie. Konnten Sie noch mehr dieser Demigeist-Statuen entfernen? Ich habe tatsächlich ein paar Monde für Sie. Mir geht es schon besser, jetzt wo ich weiß, dass die Statuen weg sind. Ich hatte versprochen, Ihnen zu zeigen, wie Sie alle Humore Yes. verbessern, wenn Sie mir genug Monde bringen. Mit diesem Wissen können Sie noch stärkere Schlösser knacken. Aber ich weiß immer noch nicht, wer hinter diesen Statuen steckt. Es gibt noch viele üble Dinge, die darauf warten, mich zu quälen. Wenn Sie mir mehr Monde bringen, zeige ich Ihnen die mächtigste Form von Allohumora, die der Welt der Zauberei bekannt ist. Oder zumindest mir. Suchen Sie Aber. diese Monde. Ach Es so. würde mich beruhigen und wir könnten herausfinden, wer hinter all dem steckt. Okay, ich dachte, dass wir da jetzt noch eine Quest bekommen. Aber wir haben direkt Alohomora 2 bekommen. Ach, das war eine Katze. Ich wollte schon sagen. Ich schau mal eben. Hier war das doch, meine ich, wo wir. Oder mussten wir da die Dreier für nutzen? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Da war doch irgendwo was, wo wir die.
Zweier noch machen konnten. Hier oben zum Beispiel. Ja. Alohomora. Ja, wir haben es auf jeden Fall direkt freigegeben. Das ist cool. Ich meine... Hallo? Ich meine, ich hätte gerne noch eine Quest dazu gehabt, aber gut, so geht's auch. Modiva, ich habe heute Morgen deinen Brief erhalten und freue mich sehr zu hören, dass es dir und Nazai in Hogwarts gut geht. Auch wenn Nazai in letzter Zeit ein wenig schwierig war. Ich nehme an, das war zu erwarten, denn unsere beiden Töchter sind, wie soll ich sagen, sehr willensstark. Wir vermissen dich in Uagadu. Es ist nicht dasselbe ohne dich, aber wir verstehen, warum du den Drang verspürt hast, weiterzuziehen. Ich glaube nicht, dass ich selbst unter diesen Umständen hier hätte bleiben können. Das Leben treibt uns alle auf so unvorhersehbare Pfade. Es weiß nie genau, was einen erwartet. Nicht einmal diejenigen, die wie du das innere Auge haben. Aber ich bin zuversichtlich, dass dir und Nazai viel Gutes bevorsteht. In Hogwarts oder wo auch immer du hingehen magst. Ich hoffe, wieder von dir zu hören und wünsche dir in der Zwischenzeit viel Glück. Deine treue Freundin Amalie. Ja, haben wir hier noch irgendwas? Doch, da ist so eine kleine Kiste. Das ist nur... Okay. Ja, super. Das heißt, als nächstes müssten wir dann quasi... Moment, jetzt laufe ich gerade falsch rum, oder? Als nächstes müssten wir dann quasi 13 neue Statuen mitbringen. Wenn ich das hier richtig verstehe, steht ja 0 von 13. Und dann sind... Gerade war die Katze doch noch schwarz. Und dann sind wir hier komplett durch. Also dann haben wir den höchsten Zauber davon gelernt. Dann schauen wir mal eben. Was haben wir denn noch als Aufträge? Das wollte ich jetzt erstmal alles nicht machen. Die Geschichte von Roland Oaks. Ist jetzt aktuell nichts, wo ich jetzt sage, das reizt mich jetzt gerade total. Klar, man kriegt neue Erscheinungsbilder, also was Neues zum Anziehen, aber das können wir auch mal einen anderen Tag machen. Südlich von Hogwarts zu finden. Um die Daten zu bekommen, die er will, muss ich an... Achso, nee, Besentraining, das war das. Da weiß ich noch nicht so genau, wie ich das mache. Das muss ich nochmal machen. Also würde ich einfach mal sagen... dass wir jetzt hier die Hauptstory weitermachen. Wo gehen wir denn da am besten hin, dass das nicht so weit weg ist? So. Jetzt ist die Frage, ist das wirklich nicht weit weg? Er zeigt mir nämlich immer noch keine Schritte an. Wahrscheinlich muss ich jetzt hier wieder keine Ahnung wie rumlaufen. Also ich würde sagen, ich schneide das mal raus, weil das scheint doch noch ein etwas längerer Weg zu sein. Wir sehen uns dann gleich bei der Kartenkammer wieder. Darf ich bei irgendwelchen Hausaufgaben?
Alohomora. Revelio. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. So, also es war tatsächlich doch ein sehr, sehr viel längerer Weg, als ich dachte. Sie geben gut daran, diese junge Person nicht zu unterschätzen. Ihre Begabung für Magie übertrifft alles, was ich je gesehen habe. Und ich unterrichte schon sehr lange. Wie schön, eine solche Schülerin zu haben. Das kann es sein. Da sind sie ja. Ja. Ich habe ihre Eule erhalten. Ich konnte mit Lodgok reden, dem Goblin, den ich erwähnte. Was haben sie erfahren? Er und Renrock standen sich nahe, aber sie haben sich zerstritten. Glauben Sie, man kann ihm trauen? Ja. Ja, er wirkte aufrichtig auf mich. Und Cyrone Ryan vertraut ihm. Nun gut. Gesetzt dem Fall, wir trauen ihm. Hilft er uns, Renrock zu finden? Ich habe einen gestohlenen Helm geborgen, mit dem er Renrocks Vertrauen zurückerlangen will. Nicht schlecht. Hoffen wir, dass sich ihre Bemühungen auszahlen und wir etwas über Renrocks Pläne erfahren. Lodgok hat erwähnt, dass Renrock etwas sucht. Er konnte mir aber nicht sagen, was. Vielleicht birgt der Helm ein paar Antworten. Renrock sucht irgendetwas? Das hatte ich befürchtet. Bei meinem Besuch meines Porträts in meinem Schloss hörte ich ungewöhnlich viel Betriebsamkeit. Kobold und Zauberer, vermute ich. Schloss Rockwood? In meinem ehemaligen Zuhause, ja. Und in dem Schloss findet ihre nächste Prüfung statt. Sie haben nichts gesehen? Mit niemandem gesprochen? Nein. Ich gab mich nicht zu erkennen. Ich war erst vor kurzem dort. Und unter denen, die ich hörte, war niemand, den ich kenne oder dem ich vertraue. Ich blieb versteckt, um nicht die Zerstörung meines Porträts zu riskieren. Das ist gut. Leider ist Victor Rockwood, offenbar ihr Nachkomme, ein schwarzer Magier und mit Renrock verbündet. Mein Nachkomme? Ein schwarzer Magier? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Trotz der Hindernisse, die Sie erwarten, müssen Sie sich sofort auf den Weg zu Schloss Rookwood machen. Es ist nicht nur der Schauplatz der nächsten Prüfung, sondern birgt auch eine Energiequelle, die in den falschen Händen verheerend wäre. Ich wünschte, wir hätten mehr Zeit. Allerdings zweifle ich nicht an Ihren Fähigkeiten. Finden Sie schnellstmöglich mein Porträt. Na gut, Sir. Bin unterwegs. Viel Erfolg. Sputen wir uns! Wir treffen uns in Schloss Rookwood. Ja, kein Thema. Ich habe ja nur keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Aber ist gut, wir treffen uns da. Also, ich habe schon wieder nicht gelernt, dass wir einfach links drücken müssen, um die Karte direkt zu öffnen. Ich weiß nicht, warum ich das nicht da nie dran denke. Das Schloss. Wo ist denn das? Das Schloss ist gar nicht hier. Ich habe doch den Auftrag drin, oder? Nee, ich habe den Auftrag gar nicht drin. Hä?
Warum? Wieso? Weshalb? Leute, ich gehe jetzt einfach mit dir mit, dann weiß ich wenigstens, wie wir da hinkommen. Ja, jetzt mal ohne Scheiß, wieso habe ich den Auftrag jetzt nicht drin? Ah, endlich. Okay. Ich wollte schon sagen. So, dann Karte. Die haben mich hier gerade schon so ein bisschen kirre gemacht, ne? Also, dass ich jetzt hier nicht sehen kann, wo wir hin müssen. Ich war hier schon... Ja. Ha! Eine Bestie ist... Hallo, warum kommt man denn hier direkt rein? Jetzt kommen die mir nach, oder was? Echt jetzt? Können die mich hier oben auch treffen? Weil ich muss ja da unten auf den warten. Oh. Anscheinend können die mich treffen. Ich flieg mal ein bisschen weg, bis sie keine Lust mehr haben. Und dann, der hat schon mal keine Lust mehr. Die scheinen auch zurückzugehen. Okay, das ist ja selten dämlich, dass man da mitten unter denen spawnt. Hier drüben. Wo ist er? Da. Was ist hier los? Professor Rookwood hatte recht. Hier wimmelt es von Victor Rookwoods Handlangern und Renrocks Anhängern. Sie machen gemeinsame Sache, aber sie mögen sich eigentlich nicht. Sie werden mir wohl zustimmen, dass wir einen anderen Weg hineinfinden müssen. Gehen wir. Und welchen? Er will jetzt unten rum, oder was? Nee, da hinten ist doch ein Weg. Wieso gehen wir den nicht einfach entlang? Ja, super. Dass wir einen anderen Weg hineinfinden müssen. Wir können es natürlich so machen. Moment. Hat der mich jetzt gerade... Oh. Ich hab den gar nicht mehr drin. Sag mir das doch einer. Nee, das war aber das Falsche. So. Da habe ich noch Lumos mit drin. Würde ich sagen, machen wir... Reparo rechts und wo ist er? Wo ist er? Da. Den nach unten. Revelio. La 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 la. Die sehen mich nicht. Wir müssen. Ja, wir müssen wir denn überhaupt. Klingt nach viel Arbeit. Vielleicht sagen wir einfach, wir haben gesucht. Falls er fragt. Mach mir das. Mach dir das mal. Okay. Die Frage ist... Revelio. Ob hier jetzt noch Leute sind? Anscheinend ja. Renrocks Rebellion hält niemand auf. Echt jetzt? Ich werde mich trennen. Revelio. Da kommen wir rein. Was heißt da oben? Moment, kann ich hier erstmal? Moment, Moment. Ich muss jetzt erstmal gucken hier. So, hier haben wir was, das können wir nehmen. So? Und was meint er mit da oben können wir rein? Hier, ach so. Okay. Wenn ich natürlich jetzt direkt daneben stehe, dann kann ich das ja auch nicht sehen. So. Schaffen wir das? Das schaffen wir. Revelio. Frage ist. Wenn ich gewusst hätte, dass du das halbe Land umgreifst. Ich müsste nicht rumgraben, wenn du mir endlich das Kind bringen würdest. Wir bräuchten das Kind nicht, wenn du keinen Drachen geschickt hättest, um den Behälter zu holen, für den ich dem Ministerium zahllose Gefallen getan habe.
Du hast sie einsteigen lassen. Meine Möglichkeiten waren beschränkt, denn in dieser verdammten Schule wäre er außer meiner Reichweite. Hast du hier nicht genug Einfluss erlangt? Ich habe dich das Haus meiner Familie untertunneln lassen. Mich lassen? Du bist hier, weil du von einem Hüter abstammst und in Zukunft eventuell irgendwann von Wert sein könntest. Wir hatten uns geeinigt. Ich teile die Macht mit dir, die ich gefunden habe, und du findest die noch verborgenen Magievorräte. Also, wenn du keine weitere Demonstration meiner Macht sehen möchtest, einer Macht, die du selbst begehrst, bring mir das Kind. Wir wussten, dass sie hinter ihnen her sind, aber jetzt wissen wir, dass sie Speicher der Magie suchen. Und Renrock weiß von den Hütern. Ja, das habe ich auch gehört. Professor Rookwood sagte, dass sie nach der nächsten Prüfung mehr verstehen werden. Gehen wir in das Schloss. Revelio! So, wo müssen wir hin? Moment, da sind noch Krieger. Ich würde natürlich auch gerne ballern, aber ich würde gerne mal versuchen, ob wir das jetzt so vielleicht hinkriegen, dass wir da rumkommen. Nein, natürlich nicht. Soll ich deiner Mutter noch was übermitteln? Ja, da müssen wir dich halt töten. So, waren das alle? Revelio. Dann schauen wir mal, was wir hier so einsammeln können, ne? Mann. Also, das hat dann meine Frage beantwortet, ob es generell... Ist hier noch einer versteckt? Ob es generell möglich wäre, hier durchzuschleichen? Nein, offenbar ist das nicht möglich. Da hinten ist noch einer. Warum versteckt er sich da? So haben wir nicht gewettet. Revelio. So, wir müssen irgendwo da hinten rein. So, das ist... Oh, ich dachte gerade schon. Ich guck gerade noch was. Oder hat das... Nee, das hat er automatisch eingesammelt, so wie es aussieht. Aber die Kiste, die nehmen wir auf jeden Fall noch kurz mit. Schwuppdiwupp. Nee, oder auch nicht. Das sind Omega-Power-Tränke, mehr nicht. Na gut. Also, hier geht's weiter.
Hier scheint auch keiner drin zu sein. Sehr schön. Komm mit, alter Mann. Da kommen bestimmt die Nächsten. Achso, das ist da drunter. Das ist gar nicht hier. Okay. Revelio. Boah, was ist das immer? Und warum kommt der Typ jetzt nicht mit? Oh. Ach, der ist da unten. Ja, geil. Der ist ja lustig. Wie soll ich jetzt da hinkommen? Ich muss mir jetzt einen Weg suchen, oder was? Das ist wohl der schnelle Weg nach unten. Den ich genommen habe, ja. Ups, was habe ich jetzt gemacht? Revelio. Ich habe 3 getroffen. Oh, das war doch gerade gut. Wenn auch wahrscheinlich nicht so gewollt, aber hier können wir rein theoretisch rein. Aber das oben habe ich schon getroffen. Also, wofür die jetzt genau sind, weiß ich nicht genau. Weil das anscheinend die einzigen sind. Ja, dann gehen wir mal hier durch. So. Mal schauen. Koboldspuren. Sie sind uns einen Schritt voraus. Folgen wir ihnen. Machen wir. Revelio. Ich sehe nur keine, aber egal. Nee, das war gar keine Kiste. Ich wollte gerade schon sagen. Das muss es sein. Der Magievorrat und die Quelle von Renrocks Macht. Sieht leer aus. Warum sind sie noch hier, wenn sie alles entnommen haben? Renrock sagte, dass es noch nie zu finden gibt. Wenn er damit recht hat, liegt es womöglich hier. Wo auch immer es ist, wir müssen es finden, bevor sie es tun. Wo ist das Porträt? Ja, zeig mir das doch einfach oder sag mir das doch einfach. Confringo! Revelio! Achso, da geht's noch rein. Ich dachte, das wäre zu. Na gut. Ich habe etwas gehört. Ich hatte gehofft, dass sie es sind. Ah, Porträt. Wo bist du? Da. Professor Rookwood, die Kobolde und die schwarzen Magier im Schloss suchen nach Magievorräten. Sie haben einen Behälter aufgebrochen. Nein. Es ist noch schlimmer, als ich gedacht habe. Wenn, wie sie es Percival sagten, ein Kobold in seinem Verlies mächtige Magie wirkte, dann haben sie irgendwie gelernt, das kann nicht sein. Und sie wissen, dass sie ein Hüter waren. Renrock nannte sie so. Das ergibt keinen Sinn. Wie hat... Das besprechen wir später. Jetzt müssen sie die nächste Prüfung absolvieren. Ich verdiene mehr Informationen. Ja, irgendwie schon. Aber irgendwie bin ich auch bereit, also ist mir egal. Allerdings würde ich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen, weil ich kenne ja die Prüfung. Ich weiß ja, dass sie ziemlich lange dauern in der Regel. Deswegen hier erstmal einen kleinen Cut und wir sehen dann die Prüfung an sich in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.